Im UN-Sicherheitsrat haben Russland und China gegen eine Resolution gestimmt, mit der Syrien wegen des Einsatzes von Chemiewaffen bestraft werden sollte. Russland und China, beide Vetomächte im Sicherheitsrat, blockieren damit zum wiederholten Mal Resolutionen, die Syrien betreffen. Die Wahrheit ist, Russland will das Assad-Regime nicht wegen des Einsatzes chemischer Waffen kritisieren. Was für eine Nachricht senden wir also aus? Wenn man sich mit China und Russland zusammentut, halten die einem den Rücken frei, wenn man das eigene Volk mit Chemiewaffen umbringt. Manche sagen, wir sollten uns mehr auf ISIS konzentrieren. Die Vereinigten Staaten verurteilen jede Nutzung von Chemiewaffen durch ISIS oder irgendwelche anderen nichtstaatlichen Akteure. Für Russlands Präsident Putin scheint es der falsche Zeitpunkt für Sanktionen zu sein. Es wäre ein völlig unpassendes Signal gegenüber der syrischen Regierung. Es bringt die Friedensverhandlungen nicht voran. Es würde sie sogar behindern. Es würde das Vertrauen in die Verhandlungen untergraben. Russland wird keine neuen Sanktionen gegen Syrien unterstützen. Aber auch ohne Sanktionen geht bei den Syrien-Gesprächen in Genf nichts weiter. Die Opposition verlangt weiter kategorisch die Entmachtung von Präsident Assad und die Eröffnung der Gespräche geriet zu einer Farce. Die Delegierten der Regierung verließen vorzeitig den Raum.